An diesem fünften Fastensonntag hören wir das 11. Kapitel aus dem Johannesevangelium, die Auferweckung des Lazarus. Es sind vor allem zwei Passagen, die mich persönlich sehr berühren. Auf der einen Seite sagt Jesus zu seinen Jüngern, Lazarus schläft. Wie oft sagen auch wir, dass jemand im Herrn entschlafen ist, wenn er gestorben ist. Denn letztendlich ist der Tod für Gott wie ein Schlaf, von dem er uns erwecken wird, weil er uns Leben schenkt. Und die zweite Passage ist, dass Jesus weint über den Tod seines Freundes Lazarus. Es zeigt ihm einen Gott, der mitfühlend ist. Ein Gott, der genau weiß, was uns Menschen bewegt, berührt und betrifft. Denn Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist, der als Mensch gelebt hat und diese gleichen Gefühle hatte, aber dem Menschen eben geholfen hat, auf Gott zu vertrauen und auf Gott zu hoffen.